Der Psychiater Emil Kraepelin hatte große Bedeutung für die Entwicklung der universitären Psychiatrie in München und erwarb sich international großes Ansehen im Rahmen seiner klinischen und akademischen Tätigkeit. Durch seine strenge wissenschaftliche Herangehensweise an sein Fach gilt er als einer der Begründer der wissenschaftlichen Psychiatrie. Emil Kraepelin lebte von 1856 bis 1926 und war der erste Klinikdirektor der Königlich-Psychiatrischen Klinik, die 1904 hier in München eröffnet wurde. Emil Kraepelin prägt bis heute unsere systematische Herangehensweise an psychische Störungen. Er schuf die Grundlagen einer tatsächlich wissenschaftlich orientierten empirischen Systematik durch klare, objektive Beobachtung und Beschreibung von Symptomen und Symptomkonstellationen. In seiner neu eröffneten Klinik führte er sogenannte Zellkarten ein. Das waren einheitliche Schriftdokumente pro Fall, die sowohl chronologisch als auch nach Diagnosen geordnet waren. Und nur so konnte er Langzeitverläufe nachzeichnen und überhaupt erst unterschiedliche Krankheitsentwicklungen erkennen. Und dieses bildete die Grundlage einer exakten Krankheitsbeschreibung, die erstmals dann die Grundlage tatsächlich legte einer wissenschaftlich begründeten Einteilung psychischer Störungen. Ein wichtiger Lehrer Emil Kraepelins war Bernhard von Gutten, einer der Vorgänger als Ordinarius für Psychiatrie in München von 1873 bis 1886. Von Gutten war Anhänger der sogenannten No-Restraint-Bewegung, die zum Ziel hatte, Zwangsmaßnahmen auf ein Minimum in der Psychiatrie zu reduzieren. Zudem förderte er eine fachlich orientierte Ausbildung von Pflegekräften in der Psychiatrie. Und auch Emil Kraepelin war es stets wichtig, möglichst ohne Zwang und Maßregeln in seiner Klinik auszukommen. Ziel war es, Behandlung durchzuführen und nicht Isolierung, ein zu seiner Zeit durchaus fortschrittlicher humanistischer Ansatz. Emil Kraepelin übte große Anziehung auf zahlreiche internationale Forscher aus und seine Klinik wurde immer wieder von Gastwissenschaftlern aus aller Welt besucht. Er selbst förderte seine zahlreichen wissenschaftlichen Mitarbeiter und eine der wichtigen Forschungspersönlichkeiten hier in München war Alois Alzheimer, der von Kraepelin erst an die hiesige Klinik geholt wurde. Alois Alzheimer konnte hier in der Klinik sein Forschungslaboratorium einrichten und hier in diesem Gebäude das Gehirn seiner in Frankfurt verstorbenen Patientin Auguste D. untersuchen, indem er die histopathologischen Kennzeichen der später nach ihm benannten Alzheimer-Krankheit entdeckte. Zusammenfassend ist und bleibt der Name Emil Kraepelins mit dem LMU-Klinikum und mit der Tradition der universitären Psychiatrie in München eng verbunden und auch international wirken seine prägenden Einflüsse fort.